Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Review. Und zwar haben wir heute den Deepcool AK400 Digital hier am Start. Der hat eine TDP von 220 Watt, das bedeutet der 12700K, der hier liegt, sollte eigentlich ungedrosselt im Cinebench laufen, das werden wir aber gleich noch testen. Genauso bringt er eine Digitalanzeige mit, da könnt ihr euch die Temperatur anzeigen lassen, das soll mit einer Zusatzsoftware gesteuert werden, zeige ich euch dann aber auch gleich. Und dann würde ich sagen, gar nicht lange schnacken, wir bauen das ganze Ding jetzt mal auf Sockel 1700 auf und dann schauen wir mal, wie die Ergebnisse sind. Hier haben wir auch schon das gute Stück, AK400 Digital, CPU Cooler vs. Status Display, hier oben sieht man das auch so leicht angedeutet. Auf der Rückseite haben wir auch die ganzen Sockel, es ist eigentlich alles mit dabei. Intel LGA 1700, 1200, 1151, also die ganzen vergangenen Generationen, inklusive jetzt natürlich 12er und 13000er Generation, AMD, AM4, AM5, alles mit dabei. Der Fanspeed ist mit 500 bis 1850 RPM angegeben, plus minus 10%. Das werden wir natürlich gleich testen, wie laut die ganze Geschichte wird. Angeblich soll der unter 28 Dezibel liegen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wir werden das natürlich gleich auch testen. Ganz oben in der Kiste war das ganze Montagematerial natürlich für AMD und Intel. Hier ist noch eine kleine Anleitung mit dabei. Schauen wir gleich auch mal kurz rein. Und hier ist auch schon der Kühler an sich. Wenn ich die Größe irgendwie beurteilen sollte, würde ich sagen, sieht so aus wie ein PureRock 2 und der hat nicht 220 Watt TDP. Aber es kann ja sein, dass der Lüfter mehr Luft durchdrückt und dementsprechend besser kühlt. Ich weiß es nicht, wir werden es gleich testen. Die Wärmeleitpaste ist hier, wie man sieht, auch schon voraufgetragen. Das finde ich immer ein bisschen blöd. Ich finde es besser, wenn so eine kleine Tube dabei ist, dass man zwei, drei Anläufe hat, wenn man den mal irgendwie falsch montiert. Von dem Display ist hier oben noch nichts zu sehen, aber das werden wir natürlich gleich anschließen. Und hier in der Anleitung sieht man auch schon einfach nur Backplate hinten hinter das Mainboard klemmen und dann noch diese Abstandshalter drauf. Das machen wir jetzt auch direkt. Das wäre dann diese Backplate, da müsst ihr aber diese Füßchen nach außen drücken. Man hört das hier gerade, wie das so reinrastet. Und das hier sind die entsprechenden Abstandshalter. Ist immer ganz praktisch, dass die da 1700 draufstehen haben. Da könnt ihr euch nicht vertun, nicht, dass ihr irgendwie die falschen Abstandshalter nehmt. Hier habe ich auch schon diese Backplate hintergelegt. Man sieht diese kleinen Schraubenstutzen, die da rausgucken. Da habe ich jetzt einfach diese Abstandshalter drauf gesetzt und jetzt soll man einfach diesen Rahmen da drauf setzen und mit den vier beiliegenden Schrauben befestigen. Und dann wird einfach nur noch der Kühler drauf gesetzt mit den zwei Schrauben, dann sind wir eigentlich auch schon durch. Jetzt packen wir hier den Lüfter wieder drauf, den musste ich ja abnehmen zum Festschrauben. Und jetzt habt ihr hier noch zwei weitere Kabel. Das hier ist ein RGB-Kabel, da könnt ihr mit eurer Mainboard-Software eben die Beleuchtung steuern. Ja, der CPU-Kühler hat auch Beleuchtung. Und hier haben wir so ein USB-Kabel, das ist dann hinterher für die Digitalanzeige. Ich würde sagen, das packen wir dann einfach mal hier drauf. Und die RGB-Steuerung packen wir dann hier drauf, auf den 5 Volt. Immer aufpassen, nicht den 12er nehmen, sondern wirklich 5 Volt. Übrigens lagen hier noch so zwei Klammern bei. Die könnt ihr jetzt natürlich benutzen, um hier hinten noch einen zweiten Lüfter anzuschließen, wenn ihr das möchtet. Dann habt ihr quasi Push-Pull. Ob das jetzt viel Unterschied macht, ich glaube nicht. Aber ja, es sieht dann auch vielleicht ein bisschen besser aus, weil es dann symmetrischer ist. Das muss aber jeder selber wissen. So, jetzt haben wir alles angeschlossen. Jetzt würde ich mal sagen, testen wir die ganze Nummer mal, indem wir den hier einmal kurz schließen und dann einschalten. Die Software für die Digitalanzeige, die findet ihr übrigens auf der Deepcool-Page. In der Anleitung stand davon nichts, aber hier ist direkt der Download-Button. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Und so sieht die ganze Nummer jetzt in Aktion aus. Also wir haben hier unten ein bisschen RGB-Beleuchtung, oben auch. Hier ist die Digitalanzeige. Die könnt ihr auch umstellen. Ihr könnt euch die Auslastung vom Prozessor ebenfalls anzeigen lassen oder dass das alle 10 Sekunden mal wechselt oder ähnliches. Aber so ganz haut das nicht hin mit der Anzeige, was da jetzt steht. Also da steht es 30 Grad, in HW-Info habe ich irgendwie 17 Grad oder so. Naja, wir werden es jetzt mal testen. Hier auch wie immer der Cinebench und HW-Info und wir lassen das Ding jetzt mal durchlaufen und testen dann auch noch die Lautstärke. Hier sieht man das Ganze auch jetzt nochmal ganz schön. 100% Auslastung, 62 Grad, 81 Grad, der springt immer so ein bisschen, aber so ganz grob kommt der Wert schon hin. Hier sehen wir auch, die ganze Nummer läuft gerade auf knapp 1900 Umdrehungen. Und dann testen wir jetzt auch mal die Lautstärke mit ungefähr 20 cm Abstand. Ah, sind wir so bei 39 Dezibel. Also die Angabe vom Hersteller mal wieder nicht zutreffend oder mein Messgerät ist kaputt, was ich aber nicht glaube, weil ihr seht selber, wenn ich jetzt spreche, dann schlägt es halt ganz normal aus. Und so geht er wieder auf diesen Wert zurück. Ich muss aber sagen, da das ein sehr tiefer Ton ist, hört man das nicht so krass. Und ich denke, wenn das ganze Ding in einem Gehäuse ist, dann hört man den kaum noch. Vor allen Dingen ist er jetzt unter Volllast, wann hat man das mal realistisch? Also unter reiner Gaming-Last glaube ich nicht, dass man den irgendwie wahrnehmen würde. Also wir haben jetzt noch so 20 Sekunden auf der Uhr. Er hatte hier eine maximale Leistungsaufnahme von 192 Watt, beziehungsweise jetzt gerade schraubt er sich noch 186 Watt rein bei der maximalen Lüfterdrehzahl. Und wir waren hier schon bei 90 Grad, die hat er aber nicht überstiegen. Also jetzt so im Schnitt ist er so bei 78 Grad, was echt gut ist. Also ich meine, für so einen kleinen Kühler, dass der es schafft, knapp 200 Watt wirklich abzuführen, ist krass.
220 Watt wird der nicht packen. Also kommt jetzt nicht auf die Idee, den irgendwie auf einen 13.700K oder so drauf zu schnallen, wenn der sich da seine 300 Watt reinpfeift. Dafür ist er zu klein. Aber für einen 13.400F zum Beispiel oder einen 13.500 ist das eine super Sache. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der es durchaus schafft, einen 5800X3D oder ähnliches zu kühlen, weil der wirklich ordentlich Leistung hat. Und das hier mit dem Display ist auch eine feine Sache. Man kann sich die Temperaturen anzeigen lassen und eben die Auslastung. Das wechselt dann immer. Ihr könnt es auch selber einstellen, dass er euch nur die Auslastung zeigt oder nur die Temperatur. Dann noch ein bisschen RGB-Beleuchtung dran. Das passt dann soweit. Also wer einen Luftkühler sucht für sein System mit diesem kleinen Gimmick mit dem Display hier und der Prozessor, der haut sich jetzt nicht mehr als 200 Watt rein, den kann ich das echt empfehlen. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.